べさせたれな。So, liebe Leute von heute, an der Stelle des Spieles kann ich ja schon mal sagen, herzlichst willkommen und hallo zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, wo ich bis jetzt noch nicht so ganz genau weiß, wie lange ich das überhaupt bringen kann. Und ja, das Spiel, was natürlich jetzt Let's Played wird, ist Pokémon Unite. Erschienen am Okay, das ist jetzt ein bisschen eigenartig. Ich hatte jetzt gedacht, dass Pokémon Unite auch mit der deutschen Sprache vertraut sei. Aber wenn das so ist, dann muss ich wohl Englisch nehmen. Recht eigenartig. Ja, Pokémon Unite, ein Spiel, was ja League of Legends nachempfunden ist für Pokémon. Erhältlich seit dem heutigen 21. Juli 2021. Spielbar das Spiel noch seit 9 Uhr. Und da bin ich dann sowieso schon mal gespannt, wie viele Spieler da schon da sein werden. Vor allem aber auch, wie stark wir es hierbei verlieren werden. Mal sehen. Aber jetzt will ich erstmal sehen. Warte mal, da ist Twitter. Hier ist nur ein paar Informationen, entwickelt vom Teamy Studio Group und der Pokémon Company, Herausgeber Nintendo und die Pokémon Company. Aber jetzt will ich erstmal kurz mal sehen, dass keine deutsche Sprache hier vorhanden ist. Ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Moment, Details. Die vorhandenen Sprachen sind, wirklich nur Englisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch. Warte mal, das sind 4 Sprachen. Aber hier sind 5 Sprachen aufgelistet. Eigenartig. Aber, ja, sofern das am Ende nicht irgendwie abänderbar ist, müssen wir natürlich erstmal Englisch nehmen. Ach so, das kann später getauscht werden. Okay. Dann starten wir erstmal das Spiel in Englisch. So, Germany. Before playing Pokémon Unite, please use the terms of use and privacy notice below. Okay, schauen wir uns mal kurz. Meine Sprache ist Deutsch. So, mach ich mal wieder weg. Aha. Menschenskinders, wie umständlich macht man das? So. Alles gelesen. Dann legen wir mal los. The Pokémon Company acquires age information from our users' Nintendo accounts. This information is only used for game operations in Pokémon Unite. Puh. Ist egal. Dass ich ein alter Knacker bin, weiß ja sowieso jeder. Also los geht's! Wir starten Pokémon Unite. Ein Teamspiel. Ein Spiel, wo jeder, der Okay, Trainer Name. Hoffentlich kann ich Phantom Heart eingeben.
Okay. Pass wackelt und hat Luft. Phantom Heart ist jetzt mit am Start. Aber ich frage mich eigentlich wirklich, ob die deutsche Sprachausgabe später noch hinzugefügt wird. Ob das der Sack jetzt bloß beim Start ist. Pokémon Unite, da muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, erhält ja natürlich auch im September die Handy-Umsetzung. Jetzt am 21. Juli ist Pokémon Unite ja aktuell nur ein Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch. Aber im September... welchen Septembertag sowieso, weiß ich ja sagt nicht. Aber ich würde mal sagen, irgendwann Anfang September, dann wird er sagt das Spiel sowieso auch noch für Android und iOS umgesetzt. Die Musik an sich hört sich ja schon mal recht feierlich an. Muss man ja sagen. Aber ne, irgendwelche Informationen, wann er sagt, das Spiel fürs Handy kommen soll, sehe ich hier leider jetzt noch nicht. Na, was soll's. Was soll's, legen wir dann jetzt trotzdem erstmal los. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wer bitteschön benutzt meinen Namen? Okay, dann muss ich es eben so machen wie auf meiner Nintendo Switch. Dann nehme ich halt meinen Switch-Namen Phantom. Wie soll ich das denn jetzt am besten mal umändern? Dann machen wir es mal so. Phantom Heart. Also dann eher Phantom YouTube. Ja, das funktioniert, aber meine richtigen Namen nicht. Obwohl. Wir können ja sagt nicht zurückgehen. Da hätte ich jetzt noch was anderes machen können. Na gut, choose your face. Dann wechseln wir mal unsere Haare. Nehmen wir mal diese Haarfarbe. Haarfrisur. Okay, das dunkle Braun, das passt. Nein, das ist zu blöd. Wir nehmen die orangen Uniformen. Lila ist es beim besten Willen. Nicht meine ideale Farbe. Naja, aber ihr, die ja das Video ansieht, wisst ja, mit Phantom YT ist also Phantom Heart gemeint. Auf YouTube. Welcome to Eos Island. My name is Foros. I'm the head of the Eos Research Institute. I perform research on the mysterious energy known as Eos Energy, which pervades Eos Island. Das ist so also eine Frau, oder? You are new here to the island, aren't you? And you have the look of a Pokemon trainer about you. I suppose you came after hearing rumors of our Unite battles?
Unite battles are Pokemon battles that make use of Aeos energy, but you will have to learn the rules before you participate in Unite battles yourself. I will have one of our researchers, Irby, take care of explaining the rules to you. Leave it to me, Professor Ferros. Nice to meet you, trainer. If an explanation of Unite battles is what you need, then I'm your man. Let's go! Ahead and have a little practice with the Research Institute's Pikachu. Pokemon that have great offense and excel at ranged attacks. Okay, dann wird's mal ein bisschen Zeit für ein paar Informationen. Und ich spare mir ja, sag hier beim besten Willen das Vorlesen oder das Übersetzen der Texte hier vom Englischen ins Deutsche. Und soll ja so sagen, weshalb. Weil es im Nachhinein eher sehr uninteressant ist. Weil nachher gibt es ja sowieso ja auch kein so großes Gesammel. Wobei ich natürlich ja noch nicht mal weiß, hat das Spiel eigentlich einen Story-Modus? Glaube ich eigentlich nicht. Here we are, this is the practice area. This is the perfect place to learn the basics of Unite Battles. Unite battles are battles in which Pokemon form teams to face off against each other. The winner of these battles is decided by the final score of both teams when time runs out. Let's start by practicing moving around here in the practice area. Yay, wir können uns bewegen mit L. Angriffe können wir nicht ausführen. Good job, keep on moving. Look, it's a wild Apom. Au. Wir haben ein bisschen Energie gesammelt. Und so wie es aussieht zu Anfang, steht ein nur der Basisangriff mit A zur Verfügung. Special Attacks kommen dann eher sagt später, je mehr man gekämpft hat und so weiter und fort. Collecting Aeos Energy in your Unite Ball and scoring a goal with that energy in one of the opposing team's gold zones will net you points for your team. Victory goes to the team that scored the most points in this opponent's gold zone before time runs out. Ja, im Grunde genommen ist Pokémon Unite ein Pokémon-Basketballspiel. In gewisser Hinsicht. I see you have collected some Aeos Energy in your Unite Ball. Try scoring a goal. Yay! Los geht's! Oh. Okay. Ein schöner Dank. Go, that's the spirit. Keep collecting Aeos Energy and to increase your score. Aha. Hey, gut, wir haben die Voltwechsel und den Electro Ball zur Verfügung. Not bad. Aber wir brauchen immer noch weitere Punkte. Tja, wirklich nicht übel. So schade allerdings, dass wir den X-Knopf nicht benutzen können. Okay, Pikachu level up. Time to learn a new move. Okay, den Unite Move ZL. Once your Unite Move goes charged to 100%, you can unleash your super strong Unite Move. Versuchen wir es mal gegen Shillock. Ooh, looks like an opposing Wartortle is defending the Goldstone. You will have to defeat that Wartortle. Ich habe eigentlich auch nicht gewusst, dass Shillock auf Englisch Wartortle heißt. Hallo.
Und ich will hierbei immer wieder X drücken. When you knock out a Pokémon from the opposing team, it may drop some of the Eos energy it was carrying. Be sure to pick it up and... yeah, if you see it. On the other hand, this means that your opponents may also pick up your heart and heart and Eos energy if they knock you out. Keep this in mind when battling against the opposing team. Ja, gut, los geht's! We can win the game complete! Nicely done, alright, next let's head over to the stadium to practice a team battle. Okay, tutorial basics number one. Absolvated. Mission complete. Alright, let's try a 5-on-5 unit battle with some other trainers. Your Pokémon will be Charizard. Ludak! Pokémon that have a great balance of offense and endurance, and excellent adapting to a wide variety of situations. Ja, schön! Ich hätte aber lieber Gengar. Aber können wir uns ja noch alles auswählen? Später kriegen wir sowieso auch noch Zeroora hinzu. Wenn wir dann höchstwahrscheinlich erstmal das Tutorial abgeschlossen haben. Wieso dauert denn hier eigentlich die Ladezeit jetzt so lange? Das ist doch jetzt noch im Tutorial-Modus. Let's go, let's go! Lurak! This is Mare Stadium. It's one of the actual reuse of Unite Battles. The area shown in purple is your team's area and the orange is your opponent's area. The map is split into two paths, the one of the top and one of the bottom. Both teams' goldstones are located on the path. Successfully depositing Eros energy and an opposing goldstone will earn points for your team. Aha. Aber wenn wir es jetzt nicht ein... Wenn wir eigentlich... Ja, das ist ja klar. Wir können ja sogar auch in die gegnerische Goldzone Eos Energy reinpacken. Aber wenn wir unsere Eos Energy da reinpacken, ist es dann nicht eigentlich so, dass der Gegner die Eos Energy nicht auch benutzen kann für seine Dunks? If multiple teammates gather in a single Goldzone, Golds can be scored faster. This is one of your team's gold stones. You can recover HP in these, making them very useful when you are in a pinch. Okay. Alright, let's go ahead and try out the team battle. Don't worry, I will be here to give you advice when you need it. So just go out and have fun. The team scores the most points before time runs out. Give it your best shot. Charizard starts battle as level 1 Charmander. It then levels up as the battle progresses and gradually evolves. Once the battle begins, you will first want to defeat white Pokémon to collect Eos Energy. Okay, ein 5-Minuten-Battle. Ready, go, ready, go! Fire Spin to the rescue! Okay, die Karte haben wir ja natürlich auch da. Ich weiß nicht so recht. Irgendwie fehlt mir... Warte mal, wir sind doch hier auf der richtigen Seite, oder? Okay, wir sind ja jetzt ausgenockt worden und daher startet das Ganze gleich neu.
Ja, ich habe jetzt extra das ganze Gesabbel. Ausgelassen. Okay. Zeit für Glutexo. Are you enjoying this Unite battle? I see, your Pokémon has evolved into Charmeleon. Glutexo, you gain XP points by defeating wild Pokémon or knocking out Pokémon from the opposing team. As Pokémon level up, they may evolve mid-battle as you're just it. Okay, dann... wir können erlernen einen neuen Move. Okay. Okay, okay, wir sind im... Okay, wann können wir eigentlich... okay, wir können neue Techniken erlernen. Wie können wir das machen? Ich weiß jetzt nicht, wie wir neue Technik erlernen können. Tut mir leid, ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich hier... Okay, wir müssen jetzt zur gegnerischen Seite. Oh! Zapdos appeared in the central area. Defeating Zapdos makes it easy for your team to score. Ah ja. Verdammt nochmal! Dass wir also auch keinen Sprintangriff vollführen können! Okay, jetzt sind wir Glurak, aber ich... Und wir können einen Unite Z-Move aktivieren. Warte mal, Z-Move? Nee. Und wer hat jetzt gewonnen? Okay, das Blöde dabei ist, ich weiß er sagt immer noch nicht so genau, welche Taste muss ich drücken, um eine neue Technik zu aktivieren. Tja. Items available to claim, United Sands, Lasho King. Und wir haben 800 EOS Coins gewonnen.
Tja, ist schön, aber... Ich weiß Isaac noch nicht so recht, wie man Isaac eine neue Technik auswählen kann. How was it? Did you get a feel for how Unite Battles work? You can practice like this wherever, whenever you like. If you feel so you need to train a bit... Naja, dann müsste man ins Übungsmenü. To commemorate your first Unite Battle, I'm going to give you a Pokémon Unite License as a present. Choose any one Unite License to want. Was? Bedeutet das jetzt, wir können unseren Starter wählen? Dann wähle ich natürlich Glurak. Ja, mit einem Allrounder kann man eigentlich ja schlecht was verkehrt machen. I see that your trainer level increased after your last battle. You can get commemorative gifts from the Unite Battle Committee whenever your trainer level increases. Okay, Trainer Level Menü. Okay, zuallererst können wir jetzt einen Lashoking kriegen. Eine neue Unite License. Lashoking. Ein Defender. Schön, als nächstes, was gibt's als nächstes? Weitere Punkte. Einen Trank, Bisaflor. Eine weitere Belohnung. Irgendwas anderes. Sehr viele Pokémon scheint es ja hier aktuell noch nicht zu geben als Belohnung. Bisher bloß Lamus. Wieso komme ich auf Lashoking? Okay, bisher gibt es bloß Lamus und Bisaflor als Belohnung. Tja, meine... Ah, es gibt ja noch mehr Sachen als Belohnung. Tägliche Login-Bonus. Boni. Zu Anfang gibt es irgendwie 680 Punkte. Sag mal, hakt das Spiel jetzt? Das Spiel hakt. Okay, jetzt geht's weiter. Aber wo sind die täglichen Login-Bonus, Boni? Und wo ist jetzt mein Zeraora? Na, ihn können wir, sag... Okay, diese Pokémon stehen jetzt ein zur Verfügung. Gengar allerdings noch lange nicht. Dafür müssten wir erst 10.000 Unite Points ausgeben. Oder natürlich In-Game Währung. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wo... Ja, Zeraora! Obtained via Special Event. Warte, dann müssen wir ihn jetzt eigentlich noch kriegen. Event. Okay, wo ist mein Zeraora? Okay, Login-Bonus. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo kriege ich jetzt meinen Zeraora? So, welcome to Aeos Island. Congratulations, you have completed your trainer registration. Now try your hand at the battle by selecting Unite Battle on the main menu. Gut. Launch-Menü. Ja, hier Zeraora. Wir haben jetzt Zeraora. Einen Speedstar.
Schwierigkeit Expert. Gut, wir haben also jetzt Ceraora. Mal sehen, all Pokémon select move descriptions. Void Switch und Dash-Angriff, Autoset. You can select one of the following two moves. Sobald wir Level 6 erreichen. Volt Switch oder Spark. Bei Level 8 könnten wir eine weitere Technik aussuchen. Plasma Gay, Volt Absorb. Basic Attack becomes a boosted attack with every third attack. Aha, gut, gut, gut. Ist nicht übel. Ist nicht übel, aber zuallererst würde ich jetzt wirklich mal... was er sagt, der Name Endurance ist, weiß ich nicht. Okay, liebe Leute von heute, ich denke mal, wir müssen... Warte mal, was ist denn hier eigentlich noch im Shop? Wir können jetzt okay verschiedene Items kaufen. Dann gibt es hier noch verschiedene Unite-License, die man kaufen kann. Das hatten wir eben ja schon mal gesehen. Allrounder, Angreifer, Verteidiger, Speedstar. Gengar gehört also den Speedstern. Und Knuddeloff, Eldegoss, Cottoni oder so ähnlich und Pantymos gehören also zu den Supportern. Ja, nicht übel. Eos Emporium. Mal sehen, was für Kleidung könnte man sich hier kaufen. Ich glaube, das ist aktuell noch alles ziemlich teuer hier. Okay, und das sind natürlich auch Items, die man während eines Kampfes benutzen kann. Den Beulenhelm, die Offensivweste. EP-Teiler. Ein Keks. Muschelglocke. Muskelband. Da muss man sich wirklich noch ein bisschen durchlesen, aber ich denke mal für den Anfang wäre es doch eigentlich nicht schlecht, ein Muskelband zu kaufen. Aber wie können wir ein Pokémon damit ausrüsten? Das ist hier doch jetzt erstmal die interessantere Frage. Okay, wir haben erstmal ein Muskelband für Glurak gekauft. Aber wie können wir das jetzt aktivieren? Was ist das hier? Trading. Magician Style, Beach Style, Hero Style. Naja. Sowas besitzen wir aktuell auch überhaupt noch nicht. Also gut. Pokémon Glurak. Kann ich dir jetzt irgendwie was geben? Okay, jetzt können wir auch erstmal kurz mal sehen, wann sich Glurak weiterentwickelt. Auf Level 5, jetzt zu Glutexel, auf Level 9,
Glurak. Wir können es drehen, gut. Aber wo können wir jetzt eigentlich sehen, wie wir die Items verteilen können? Closet? Oh, das sieht ja bescheuert aus. Aber irgendwie bin ich mit der Kleidung ein bisschen zufriedener. Mal sehen. Back select. Nichts mit bestätigen hier? Okay, yes. Fairplay Points. Okay, mehr Pokémon-Sticker besitzen wir aktuell, wie es aussieht, noch nicht. Schade. Okay, Zoom, Placement, Rotate, Expression. Okay, es ist immerhin jetzt erstmal besser als nichts. Aber ich muss immer noch mal kurz mal sehen, wie können wir eigentlich Glurak jetzt das Muskelband geben? Okay, das ist ja, sagt der Chat oder der Freundesmodus, aber wie können wir jetzt das Muskelband verteilen? Eine bessere Frage wäre eigentlich wirklich, können wir das überhaupt irgendwie kaufen? Oder verteilen? Wir haben jetzt ein Muskelband gekauft, ein Item. Aber wie können wir es aktivieren? Ah, wisst ihr was, liebe Leute von heute? Ich denke mal, jetzt ist erstmal der Augenblick gekommen, wo wir dieser Part beenden und im nächsten Part und sofort bei dem Unite Battle wiedersehen. Bis dahin, seid ihr mal, bis dann und ciao.